Hallo und herzlich willkommen. Ich wollte heute spontan noch mal ein Video aufnehmen. Ich habe hier so einen kleinen Presslufthammer, den habe ich, weil ich ab und zu mal eine Arbeit mit Marmor mache und das gerne etwas ja schneller machen möchte. Und dann kam mir die Idee, ich will das auch gerne mal für die Holzbildhauerei nutzen, denn es gibt hier bei der Firma Bildhau diese Adapter zu bestellen, die eben genau hier vorne reinpassen. Da steckt man ja die Meißel einfach immer so rein und kann die hier sehr unproblematisch wechseln. Also bei den elektrischen Geräten ist es ja das SDS Plus Ende, aber hier einfach nur dieses Stecksystem und das ist ja für Meißel gedacht. Aber wenn ich das jetzt hinten in einem Schnitzeisen einbringe, mit diesem Zapfen in das Heft hinten reinschlage, kann ich da also auch Schnitzeisen mit führen. Das ist also super, wenn man das vorhat, wäre das eine gute Lösung, diese Adapter zu besorgen und sich einige Schnitzeisen dafür dann speziell zu reservieren. Ich habe mir jetzt einen Adapter damit nochmal selber gebaut. Hier ein Stück ja, Nylonplastik drauf und dann vorne noch einen Schlauch, wo ich immer meine Schnitzeisen reinstecken kann. Das wird man dann im Verlauf des Videos auch noch sehen. Und ich möchte einfach mal zeigen, wie ich damit schnitzen kann, so just for fun. Ja. Vielleicht ist das für einige relevant, die das gerne mal sehen wollen, wie man sowas in Anführungszeichen Verrücktes macht. Oder vielleicht kannst du es wirklich einsetzen. Man wird da auch günstige Maschinen, Hämmer verwenden können, die es schon für 20, 30 Euro gibt, No-Name-Hersteller irgendwo bei eBay kaufen oder auch gebrauchte Geräte. Oder auch elektrische Meißelhämmer mit SDS Plus Ende, wo man sich alte Fliesenmeißel und so weiter vorne scharf macht. Oder wenn man ein bisschen schmieden kann, kann man mit einem Gesenk auch eine Hullung ranschmieden und das noch schön scharf schleifen, weil der Stahl ist eigentlich sehr, sehr gut. Damit wird man schnitzen können. Ich habe das Ganze schon mal getestet, auch mit Elektromeißeln. Man kann da sehr schöne lange Späne erzeugen. Das ist der Vorteil. Und wenn ich also wirklich nachgehauene Flächen haben will, gestochene Flächen, dann kann das wirklich ein Vorteil sein im Außenbereich, dass ich da ja große sozusagen Quadratmeter Oberflächen komplett damit nachschnitzen kann. Und ich nehme das jetzt mal hier für eine Auftragsarbeit. Ab und zu verwende ich das und ich werde es auch weiterverwenden. Wenn ich jetzt in einer anderen Werkstatt umziehen werde, will ich da dann auch später mal Druckluftleitungen verlegen. Wenigstens drei, vier Stück so an verschiedenen Punkten, dass ich da mit solchen Geräten arbeiten kann, weil das ganz herrliche, wunderbare Geräte sind, die einem ja die Bildhauerei auch so ein bisschen erleichtern. Wenn man so im semi-professionellen Bereich ist oder vielleicht auch ambitionierter Hobby-Bildhauer, da kenne ich auch eine Bildhauerin, die also mehrere solcher Hämmer hat und um dann ihre Kunstwerke damit auch ein bisschen schneller, ja, also rauszuarbeiten, dass man so eine gewisse Geschwindigkeit auch bekommt, dass die Motivation da bleibt und so weiter. Da kann man sich also ja viel erleichtern und Kettensägen sowieso. Das Schöne ist halt, hier kann ich auch mit der linken Hand arbeiten, sehr unkompliziert und auch in engen Räumen, ja, wo ich nicht so gut rankomme oder so, auch immer gleichmäßig energetisch meißeln. Das ist sehr schön und das zeige ich jetzt hier gerne mal in diesem Video. So, ich habe hier einen Mannesmann D-Mark, abgekürzt MD006 ist die Bezeichnung. Das ist ein feinschlagender ja, Drucklufthammer für Steinmetzarbeiten, also für Granitschriften oder für Bildhauerarbeiten zum Ausarbeiten, Ornamente und so weiter, um ja, geringfügig Material abzutragen oder ja, so leichte Grobarbeiten, sage ich mal. Aber das ist ein feines Werkzeug, insbesondere wenn man einen Druckminderer einsetzt. Und das muss man ja immer bei diesen Werkzeugen. Wenn man nämlich so runtergeht auf 2 Bar oder so, dann kann man wirklich sehr, sehr feinschlagend damit arbeiten. Und man kann also so im Bereich von 2 Bar, muss man mindestens haben, bis maximal 6 Bar hochgehen. Und für Holzarbeiten braucht man so mindestens 4 bis 5 Bar, würde ich sagen. Aber man darf die nicht zu hoch regeln, weil die sonst natürlich innerlich irgendwann kaputt gehen. Die haben ein ganz normales Flatterventil, diese Geräte hier. Aber wie gesagt, wenn man den Druck geringfügig einstellt, kann man auch sehr feinschlagend arbeiten. Für kleine Eisen oder sowas kann man da natürlich immer gut mitarbeiten. Man braucht aber einen Öler, der das Gerät permanent innen durchschmiert. Der muss gut eingestellt sein. Also da darf man nicht am Öler geizen. Man sieht hier vorne schon, dass hier so ein bisschen Öl rausdifft und sowas an der Seite oder hier oben. Also da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man damit sein Werkstück nicht versaut. Von daher ist natürlich Elektro auch eine sehr gute Alternative. Aber da hat man nicht so diesen Schlagbereich oder nicht diese Vielseitigkeit, was hier mit dem
Druck mit der Druckluft möglich ist. Und da gibt es ja auch noch andere Geräte, die eine Rohrschiebertechnologie haben, wo man also einen eher stufenlosen Sanftanlauf hat, um ganz, ganz fein zu schlagen. Hier haben wir einen Adapter, das ist einfach nur ein Rohrinnenmaß 32 mm. Da kriege ich fast alle großen Eisen so bis 6 cm gut rein. Wenn man das hier mal anguckt, ja, das passt wundervoll hier rein. 6 cm breites Balleisen. Und ich habe das innen noch mit der Raspel ein bisschen bearbeitet, dass es noch besser reinflutscht. Wenn man noch dickere Eisen hat, braucht man vielleicht einen Schlauch 35 mm oder sowas oder gar 40 mm. Hinten dieser Adapter mit dem Einsteckende 10,2 mm mal 36 mm Länge. Die gibt es bei Bildhauer zu kaufen. Die haben vorne auch nochmal so einen Stift. Hinten ist diese Platte und hier drinnen sind 3 cm Nylon-Plastik oder 2,5, je nachdem, verbaut nochmal, auch mit einer Stärke von 32 mm. Es gibt es so als Stangenmaterial zu kaufen. Und da habe ich meinen Schlauch jetzt angeschraubt mit Holzschrauben und hier geht nochmal komplett eine Schraube auch durch diesen Stift hier durch, dass der nie wieder rauskommen kann. Denn das wäre natürlich sehr fatal, wenn mir dieser Stift hier lose geht, weil durch die Wärmeentwicklung kann sich das Ganze ja in der Materialbeschaffenheit ändern, auch das Plastik, und irgendwann wird man das mal erneuern müssen, auch den Schlauch eventuell, oder hier noch kleine Unterlegscheiben unter die Schrauben setzen. Also das muss man dann selber zurecht basteln. Der biegsame Schlauch ist natürlich insofern gut, dass man so ein bisschen das Eisen mal schräg schief stellen kann. Für Ansatzpunkte anarbeiten ist das wundervoll gut geeignet. Und ich kann hier auch dünnere Eisen natürlich reinstecken, vorne in dieses Einsteckende. Das ist multiflexibel, das Ganze. Und da kann ich so Eisen von 10 mm bis 6 cm benutzen. Wenn ich jetzt nur kleine Eisen benutzen will, dann müsste ich mir noch einen bauen, wo das Ganze besser reinpasst und nicht so viel Spiel ist. Desto mehr Spiel mit dem Griff ist natürlich immer blöd. Hier unten habe ich noch ein Stück Filz reingetan. Das ist wichtig. Man sieht schon, dass das hinten sich ein wenig verfärbt und irgendwie anders aussieht, als wenn ich mit dem Hammer immer nur darauf haue. Die leiden dann schon ein bisschen. Da muss man auch unbedingt hinten eine Zwinge haben und einfach immer kontrollieren, dass es wenigstens etwas Weiches irgendwie hier drin ist. Und diesen Filz, diesen Unterlag, muss man auch ab und zu mal erneuern. Da stanze ich mir dann immer so ein Stück Filz aus und setze das da innen rein. Ja, sonst würde ich sagen, man muss halt gucken, wie das Einsteckende bei der Maschine ist, die man zur Verfügung hat, oder ob es sich für einen lohnt, sowas zu kaufen. SDS Plus Ende mit einem, ja, Meißelhammer wäre natürlich auch gut zu verwenden, wenn der irgendwie nicht allzu schwer ist, und ja, für bestimmte Grobarbeiten wird man da sicherlich auch viel Freude dran haben. Ich gehe jetzt nochmal rüber an meine Arbeit und zeige doch mal, wie ich damit schnitzen kann.
Mein Fazit ist, diesen Hammer werde ich weiterhin einsetzen, auch für die Holzbildhauerei, für bestimmte Arbeitsschritte. Würde ich sagen, das Leben tut er mir erleichtern und bringt das Ganze irgendwie schneller voran. Das ist schon ganz gut. Der Nachteil ist halt die Kosten und dass man einen Kompressor benötigt, der auch ein bisschen Bums hat. Ja. Er darf nicht zu schwach sein, muss eine gewisse Menge an Litern pro Minute liefern können. Ich glaube, es sind 240 Liter, das ist schon eine ganze Menge. Da muss man erstmal einen großen Kompressor haben, der das schafft. Aber ich habe den schon sehr lange, der ist sozusagen abgeschrieben. Und von daher genieße ich das, mit diesen Druckluftwerkzeugen zu arbeiten. Und weil ich ja gerne auch mal mit Stein was vorhabe, was für mich einerseits ein wundervolles Hobby ist, aber ich das auch beruflich nutzen kann, bin ich also sehr erfreut an diesen Gerätschaften. Vielleicht hat es dir einen Mehrwert geboten. Dann schreib es gerne in die Kommentare, wenn du sagst, das ist super und du kannst da was mitnehmen. Freue ich mich auch über dein Feedback. Lass gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere gerne diesen Kanal. Es gibt natürlich auch sonst weiterhin wieder Tipps rund um das Schnitzen und dann wünsche ich dir alles Gute für deine Arbeiten. Bis zum Wiedersehen, mach's gut und ciao.